Bei den darauffolgenden erbitterten Kämpfen hatten die Konföderierten ihren größten Erfolg. Nahe des kleinen Ortes Seven Pines, die Soldaten der Union dagegen bei Fair Oaks. Als die Schlacht bei Fair Oaks vorüber war, hatte der Norden 5000, der Süden 6000 Mann verloren, ohne dass sich etwas verändert hätte. Joseph Johnston, der Oberkommandierende der Konföderierten, war schwer verwundet vom Schlachtfeld getragen worden. Zum ersten Mal in diesem Krieg übernahm Robert E. Lee das Kommando einer größeren Armee. Lee ist mir lieber als Johnston. Lee ist zu vorsichtig und schwach, wenn er große Verantwortung trägt. Persönlich überaus tapfer und energisch, mangelt es ihm unter dem Druck schwerer Verantwortung an moralischer Standfestigkeit. George McClellan. McClellan schätzte den neuen Kommandeur der Konföderierten völlig falsch ein. Robert E. Lee war ein Kämpfer. Er brannte darauf, es den Unionssoldaten heimzuzahlen, die in seinen Heimatstaat einmarschiert waren, und benannte seine Truppe in North Virginia Armee um. Er ergriff die Initiative und gab sie nie wieder aus der Hand. Als erstes schickte er seinen Kavallerieoberst Jeb Stuart aus, um McClellans Truppen auszukundschaften. Stuart führte 1200 Mann in einem 150 Meilen langen, drei Tage dauernden, gnadenlosen Ritt um McClellans riesige Armee herum. Seine Männer brannten Unionscamps nieder, kappten Telegrafenmasten, machten Gefangene, erbeuteten Pferde und Maultiere und hielten höchstens, um Blumen und Küsse von Frauen am Wegesrand entgegenzunehmen. Unter ihren Gegnern war Stuarts eigener Schwiegervater, der der Union treu geblieben und General geworden war. Eine Entscheidung, die er, wie Stuart sagte, nur einmal bereuen würde, und zwar für immer. Während des gesamten Feldzuges beobachtete Lee aufmerksam McClellans zögerlichen Vormarsch über die Halbinsel. Als McClellan endlich Vorbereitungen für die Belagerung von Richmond traf, überraschte Lee ihn am 2. Juni mit einem Angriff bei Mechanicsville. Es war ein waghalsiges Unternehmen. Entgegen allen militärischen Gepflogenheiten teilte Lee seine kleine Armee auf und attackierte dann die riesige Armee der Union. Er setzte darauf, dass McClellan es nicht wagen würde, in Richmond einzumarschieren. Aber Lee hatte keinen Erfolg. Er verlor bei Mechanicsville 1500 Mann. Trotzdem ließ er nicht locker, war entschlossen, McClellan aus Virginia zu vertreiben und griff weiter unaufhörlich an. 7 Tage lang prallten die beiden Armeen aufeinander. Von Gaines Mill und Savage's Station bis Fraser's Farm und Malvern Hill, wo die Konföderierten von den Unionskanonieren gestoppt wurden. Die Union hatte in den 7 Tagen alle bis auf eine Schlacht gewonnen. Doch McClellan verhielt sich, als wären es Niederlagen gewesen. Er zog sich in den Schutz der Kanonenboote der Union bei Harrison's Landing am James River zurück. Offiziere der Union drangen auf einen Gegenangriff. Lee hatte 20.000 Mann verloren. Doch McClellan weigerte sich. Ein Offizier konnte als Motiv seines Kommandeurs nur Feigheit oder Verrat vermuten. Innerhalb einer Woche hatte Lee den Unionsgeneral aus der Fassung gebracht und demonstrierte zum ersten Mal die Stärken, die ihn zur Legende machten. Überraschungstaktik, Kühnheit und eine unheimliche Fähigkeit, die Gedanken seines Gegners zu lesen. In nur 7 Tagen hatte er McClellan als General deklassiert. Ich habe den Anblick des Schlachtfeldes mit seinen verstümmelten Leichen und den erbärmlich leidenden Verwundeten satt. Der Sieg hat für mich keinen Reiz, wenn er so teuer erkauft ist. Am 7. Juli traf ein verärgerter Lincoln per Schiff ein, um persönlich mit seinem Oberbefehlshaber zu sprechen. Er habe nicht verloren, insistierte McClellan, lediglich nicht gesiegt, und er brauche weitere 50.000 Mann, vielleicht auch 100.000. So viele sei nicht verfügbar, sagte Lincoln. Wenn McClellan glaube, nicht wieder in die Offensive gehen zu können, würden seine Männer von der Halbinsel abgezogen. Wenn ich McClellan alle Männer geben würde, die er verlangt hat, würden sie nicht genug Platz haben, um sich hinzulegen. Sie müssten im Stehen schlafen.
Dieser Armee Männer zu schicken, wäre so, als würde man Flöhe über einen Scheunenhof schaufeln. Nicht einmal die Hälfte von ihnen kommt an. Abraham Lincoln. 3. September 1862. Jetzt scheint für die konföderierte Armee der günstigste Zeitpunkt seit Kriegsbeginn gekommen, um nach Maryland vorzustoßen. Robert E. Lee. Die großen Siege, die die Südstaaten im Frühling und Sommer errungen hatten, brachten Lee internationale Anerkennung. Noch ein erfolgreicher Feldzug, schrieb er an Jefferson Davis, und Europa ist gezwungen, die Konföderation anzuerkennen. Zum ersten Mal führte Lee nun 40.000 Soldaten über den Potomac auf Unionsgebiet. Lees Ziel war der Eisenbahnknotenpunkt der Union in Harrisburg, Pennsylvania. In der Hoffnung, dass die Einwohner von Maryland sich gegen die Union erheben würden, befahl er seinen Männern, während des Marsches Maryland, mein Maryland zu singen. Aber es half nichts. Die meisten Einwohner der kleinen Orte versteckten sich hinter verschlossenen Türen. Am 13. September fand ein Unionssoldat auf einer Wiese nahe Frederick drei in ein Stück Papier eingewickelte Zigarren. Das Papier war eine Kopie von Lees Schlachtplänen, die versehentlich zurückgeblieben war. McClellan erfuhr dadurch, dass Lee seine Truppen aufgeteilt hatte. Ein Teil war ausgeschickt, um Harper's Ferry einzunehmen. McClellan hatte es also in der Hand, Lee zu vernichten. Dennoch blieb er 18 entscheidende Stunden lang untätig. Am 15. September bezogen Lee und seine konföderierten Truppen Stellung entlang eines 3 Meilen langen Hügelkamms östlich von Sharpsburg, nur 52 Meilen von Washington entfernt. Hinter ihnen der Potomac, vor ihnen ein Flüsschen namens Antietam. Hätte McClellan an diesem Tag mit seiner Armee die Konföderierten angegriffen, wäre das vielleicht das Ende des Krieges gewesen. Doch er tat es nicht. Es gab einen einzigen Vorteil für uns, erinnerte sich einer von Lees Adjutanten, aber der war von immenser Bedeutung. McClellan hatte ein gewaltiges Heer nach Sharpsburg gebracht, aber sich selbst ebenfalls. Die am nächsten Tag beginnende Schlacht bestand eigentlich aus 3 Schlachten. Die erste begann um 6 Uhr morgens an Lees linker Flanke, wo ein Truppenverband der Union über die Hagerstown-Chaussee vorstieß, um Stonewall Jacksons Männer anzugreifen, die sich im Wald hinter einem großen Maisfeld verborgen hielten. Ziel der Unionstruppen war eine Artilleriestellung auf einem Plateau, auf dem eine kleine, weiß gekalkte Kirche stand, die von der deutschen pazifistischen Baptistensekte der Dunkards erbaut worden war, die selbst einen Kirchturm schon für anmaßend hielten. Der Kommandant der Unionstruppen war Generalmajor Joe Hooker, ein bodenständiger und trinkfester Soldat aus Massachusetts, bekannt als Fighting Joe. Als Hooker vorsichtig vorrückte, bemerkte er im Maisfeld aufblitzende Bajonettspitzen und befahl, mit 4 Batterien auf sie zu feuern. Der Gegenangriff der Rebellen erfolgte umgehend. 15-mal ging die Schlacht über das Maisfeld hin und her. In nur wenigen Minuten verlor das 12. Massachusetts Regiment 224 von 334 Mann. Hooker selbst musste nach einem Schuss in den Fuß vom Feld getragen werden. Die Männer laden und feuern in dämonischer Raserei. Sie brüllen und lachen hysterisch. Und das ganze Feld vor uns ist voller Rebellen, die um ihr Leben rennen und in den Wald flüchten. Hookers Männer rückten auf die Dunkards-Kirche vor. In diesem Moment setzte Stonewall Jackson seine letzte Reserve ein, John Bell Hoods Division. Sie waren als harte Kämpfer bekannt und nun waren sie besonders wütend, weil ihnen das versprochene Frühstück entging. Sie hatten seit Tagen nicht richtig gegessen. Ihre erste Salve fuhr wie eine Sense durch unsere Reihen, erinnerte sich ein überlebender Unionssoldat. Der Gegenangriff der Konföderierten begann.
Die Unionstruppen flüchteten. Hoods Männer verfolgten sie, wurden aber durch einen Granatenhagel der eintreffenden Verstärkung der Unionssoldaten gestoppt. Als die Konföderierten sich endlich zurückzogen, fragte ein Offizier Hood, wo seine Division sei. Tot auf dem Feld, antwortete er. Noch nie in meinem Soldatenleben habe ich etwas derartiges gesehen. Der Boden war mit Toten und Verwundeten übersät. An einer Stelle lag ein Rebellenoffizier und 20 Männer neben einem Geschützwrack. Es hieß, das sei das Werk der Batterie A der 1. Rhode Island Artillerie gewesen. Um 10 Uhr vormittags lagen 8000 Tote und Verwundete auf dem Feld. Jacksons Reihen waren zwar ins Wanken geraten, hatten aber standgehalten. Nachdem die Schlacht für ihn vorbei war, saß Jackson auf seinem Pferd und aß einen Pfirsich. Sein oberster Feldarzt, Dr. McGuire, war bei ihm. Jackson ließ den Blick über das mit Toten beider Seiten übersäte Feld schweifen und sagte kauend: Gott ist heute sehr gütig zu uns gewesen. Der zweite Teil der Schlacht am Antietam begann im Zentrum von Lees Reihen an einem tiefen Hohlweg, der zwei konföderierten Brigaden als Schützengraben diente. Lee befahl, ihn zu verteidigen, koste es, was es wolle. General John B. Gordon versicherte ihm: Diese Männer werden die Stellung halten, General, bis die Sonne untergeht oder der Sieg unser ist. Dann griffen die Unionstruppen an. Der tapfere Unionskommandeur, hervorragend beritten, setzte sich an die Spitze, während die Kapelle Marschmusik spielte. Ich dachte, was für eine Schande, ein so schönes kriegerisches Bild mit Kugeln zu zerstören. General John B. Gordon. Gordon ließ die blauen Reihen bis auf wenige Meter herankommen. Dann gab er Feuerbefehl. Der Unionskommandeur wurde sofort getötet. Seine Männer zögerten, zogen sich zurück, griffen die Konföderierten dann jedoch noch 5-mal an. Gordon erhielt 2 Treffer am rechten Bein, einen im linken Arm, einen 4. in der Schulter. Er lehnte jede Hilfe ab und humpelte die Reihen entlang, um seinen Männern Mut zu machen, während die Unionstruppen unaufhörlich angriffen. Eine 5. Kugel traf mich schließlich mitten ins Gesicht. Ich fiel vornüber und lag bewusstlos in meiner Mütze. Und wäre diese nicht von einer Yankee-Kugel durchlöchert gewesen, wäre ich vielleicht in meinem eigenen Blut erstickt. Doch die Konföderierten hielten die Stellung. Die Unionstruppen mussten sich unter ihrem Beschuss zurückziehen. Schließlich gelang es einigen der Unionssoldaten, eine höher gelegene Stelle zu finden, von der aus sie auf die Verteidiger des Hohlwegs feuern konnten. Das Blatt wendete sich. Der Hohlweg, heute als Bloody Lane bekannt, füllte sich rasch mit den Leichen der Südstaatler. Zu zweit, zu dritt lagen sie übereinander. Und die triumphierenden Unionssoldaten knieten auf diesem, wie einer es nannte, grausigen Teppich und feuerten auf die fliehenden Überlebenden. Das Zentrum der konföderierten Armee war angeschlagen. Noch ein Angriff und es wäre womöglich völlig zusammengebrochen. General McClellan entschied jedoch, es sei unklug, erneut anzugreifen. Die dritte Schlacht fand an der rechten Flanke der Konföderierten statt, wo Unionstruppen unter der Führung des Korps von General Burnside versuchten, sich über eine heftig verteidigte Steinbrücke zu kämpfen, die den Antietam überspannte. Ambrose Burnside war ein freundlicher, eleganter Mann, der mit seinem auffälligen Backenbart Mode machte. Aber, so ein Offizierskollege, er scheute aus aufrichtiger Bescheidenheit davor zurück, Verantwortung zu übernehmen. Er verdankte seine Position seinem alten Freund McClellan, der nun versprach, seinen Angriff auf die Brücke zu unterstützen. Burnside hatte 12.500 Mann, im Gegensatz zu den nur 400 Soldaten aus Georgia unter Führung von